Wir sind der Hard Minute Hero, da zeigt die Zeit niemals Zero. Hard Minute Hero, Zeit niemals Zero. Let's go! Hey ho Leute und willkommen zurück zu Half Minute Hero, wo wir jetzt nochmal die Quest 21 Schleusenpanik machen. Und wir brauchen dafür diesmal den Schwimmreif, habe ich so gehört. Ich hoffe, es stimmt. Ich hab das so gehört und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich hoffe, es stimmt. Wir werden das jetzt ausprobieren. Und zwar wollen wir mit dem Schwimmreif an den Badestrand. Also wenn wir durchstarten. Ja, danke. Wir müssen nur schauen, dass wir nicht so viel kämpfen, weil wir kaum was aushalten. Das wird ein bisschen problematisch, aber wir kriegen das irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Stimmt. Hab ich gehört. Wir müssen nämlich jetzt schon wieder essen. Und es könnte interessant werden. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir schon wieder essen müssen. Ja, wir werden nach jedem zweiten Kampf wahrscheinlich in etwa essen müssen. Essen. Bis wir erstmal ein bisschen höheres Level erreicht haben. Wir wollen den Badestrand benutzen, um darüber zu dem Typen zu kommen. Zum Bösewicht. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Bösewicht hier auf uns gewartet hat. Ich habe am Anfang gerade eben nicht aufgepasst. Und ja. Aber wir kriegen das hin. Stimmt. Ich bin von uns überzeugt, wir müssen schon nicht mehr alle 2 Sekunden essen, sondern nur noch alle 3 Sekunden. Achso, wir können ja auch aufs Wasser. Ich habe das ganz vergessen, dass wir auch übers Wasser gehen können. Ist da unten irgendwo was Spannendes? Hey, das ist ein Haus. Oh, ich bin der reichste Mann der Welt. Ja, okay. Wenn du auf meinen Privatstand im Norden willst, musst du dafür zahlen. 1 Million Gold. Naja, das würde ich normalerweise verlangen. Aber ich kenne da einen besonderen Ort. Wenn du da nachher ein bisschen für mich arbeitest, kriegst du von mir eine Sondererlaubnis. Dann kannst du ausnahmsweise auch mal auf meinen Strand. Na, was sagst du? Ja. Na dann, bis später. Ich kümmere mich darum, dass das klappt. Okay. Eine große Bombe. Ja. Ich weiß gar nicht wofür, aber ja. Gab es nicht hier irgendwo Schätze? War da nicht irgendwie sowas? Dass es auch Schätze gab auf dieser... Wo bin ich hier hingeraten? Okay. Oh, ich habe einen Schatz gefunden. Wo auch immer ich den her habe. Wie auch immer ich jetzt zurückkomme. Moment. Wir haben es geschafft. Ich wollte es nur spannend machen, Leute. Ich wollte es nur spannend machen. Das war alles geplant. Nein, war es nicht. Ich wollte nur ein bisschen Spannung reinbringen, damit das nicht so öde ist, ne? Leute, wisst ihr Bescheid? Moment, ich darf den Strand jetzt benutzen. Ich habe von den Umständen gehört. Ist okay, kann passieren. Ja, normalerweise könnte ich wohl nicht hier lang gehen. Wir heilen nochmal kurz, weil wir es können. Haben wir jetzt irgendwas Besonderes bekommen? Was haben wir eben in der Kiste gefunden? Ich habe schon wieder vergessen, was wir in der Kiste gefunden haben. Oh, ich bin super mit sowas. Ja, ja. Ich war beim letzten Mal wohl schneller. Schade. Mein Meister Noah. Quest geschafft. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Hey. Danke, dass du den Bösewicht ausgeschaltet hast. Jetzt kann ich die Leute. Ja. Überrüstung. Ja. Habe ich jetzt auch alles in Rüstung? Gut gemacht, Dekatzi. Du wurdest vom schwarzen Ritter vom Weg abgebracht, aber du hast die Welt wieder einmal gerettet. So, und nun? Oh, da kommt jemand. Hey, ich bin's. Du hast unsere Abmachung nicht vergessen? Also dann, gehen wir zu einem besonderen Ort, von dem ich
sprach. Hier drüben. Hihihihihi. Nur keine Angst, du siehst außerdem so aus, als ob dich nicht so schnell umhaut. Du wirst das schon überleben. Hihihihi. Hihihihihihihi. Er macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich kann dir auch einen echten Hasen zeigen. So, ich habe schon wieder vergessen, was haben wir denn in der Kiste gefunden? Sag mir das doch mal einmal. Um zur Burg des Bösewichts zu gelangen, verschaffte sich die Katze Zutritt zum Privatstand des Direktors. Was für ein herrlicher Privatstand. Und obwohl er den Bösewicht besiegt hat, musste er sein Versprechen gegenüber dem Direktor halten und ihn begleiten, um eine Arbeit für ihn zu verrichten. Was wartet wohl auf Tekatzi? Was wird aus ihm werden? Die habe nichts. Okay. Schämst du dich eigentlich nicht, vor einer Dame dauernd in Badehose rumzulaufen? Warum? Was ist denn schlimmer in Badehose? Gewusst wie, in irgendeiner Schatzkiste sollte eigentlich dieser eine Helm gewesen sein. Ach, haben wir den Helm bekommen? Du bist echt verrückt, mit einem Schwimmreifen den Ozean zu überqueren. Die Schleuse wäre auch eine Idee gewesen. Das Töten von Monstern bringt dir ja auch Geld ein. Wäre auch für mich ein cooler Nebenjob. Ja, okay, beides okay. Heißt, wir können jetzt die beiden anderen Quests machen. Ich wollte gerade sagen, ich muss erstmal gucken, dass wir nicht mehr den Schwimmreif anhaben. Weil mit diesem Schwimmreif, nee, das geht nicht. Ja, überspringen, das müsste 22... 22 sein, ne? Ja, 22. Ich habe genügend Vorräte gesammelt. Jetzt werde ich diese Welt zerstören und eine neue schaffen, in der nur Geld zählt. Okay. Hey, wir sind da. Hey, ist da jemand? Oh, Herr Direktor. Hey, du weißt, was du zu tun hast? Jawohl. Also, wie viel ist es diesmal? Mal sehen. Machen wir 1000 diesmal. Jawohl. Ich gehe jetzt wieder. Viel Glück. Hehehehe. Der Alte ist so widerlich wie eh und je. Neuling, ich bin der Gruppenanführer. Du willst also Geld verdienen. Dein Ziel sind 1000 Gold. Komm zu mir ins Dorf im Süden, wenn du es geschafft hast. Du wirst dieses Tal nicht verlassen, bis du die 1000 Gold zusammen hast. Du denkst vielleicht, es ist ein leichtes, die 1000 Gold zu bekommen, indem du Monster besiegst. Hab ich recht? Haha, aber so funktioniert das hier nicht. Das ist das Tal der Habenichts. Menschen und Monster sind hier bettelarm. Monster zu blätten wird dir kein Geld einbringen. Wenn du Geld verdienen willst, komm in mein Dorf oder in das im Südosten, Südwesten zum Arbeiten. Haha, also dann viel Glück. Oh je, sieht nach einer lästigen Angelegenheit aus. Und dann hat auch noch der hiesige Bösewicht die Zerstörungsmagie gesprochen. Die Burg ist übrigens hier. Aber da liegt doch das Problem. Bevor du die 1000 Gold nicht zusammen hast, kommst du hier wohl nicht weg. Entweder langsam aber sicher mit ehrlicher Arbeit Geld verdienen, oder du findest einen geheimen Weg. Also, Dekatzi, wie du zur Burg gelangst, ganz an dir. In diesem Sinne, lass uns loslegen. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Wir schauen erstmal hierher. Ohne Genehmigung kannst du hier nicht durch. Aero-Turnschuhe. Mit denen kann ich bestimmt über die Lava laufen. Bestimmt. Weil es hört sich so an, wie als könnte ich damit fliegen. Hey, Neuling. Wenn du arbeiten willst, geh zu dem Haus da rechts. Dort drin wird ein Arbeitsvermittler alles genau erklären. Okay. Beere von Nudel. Hey, brauchst du Arbeit? Die Arbeit hier verlangt, dass du zu dem Loch nördlich von hier gehst. Zerschlage die Felsen. Je mehr, desto besser. Und denk daran, du kannst dieselbe Arbeit maximal 10-mal ausführen. Und das ist die Regel. Achte also darauf. Viel Glück. Hehehe. Also ich kann maximal 10-mal Felsen zerschlagen oder ich kann maximal 10-mal dieselbe Arbeit machen. Okay, also ich kann maximal 10-mal das hier machen. Alle 4 Dinger zerschlagen. Wo bin ich?
Wir machen das jetzt nochmal. So. Reden wir nochmal mit dem Typen. Ja, ja. Kennen wir. So, gib mir Arbeit. Bitte schneller. Ich finde ja lustig, wie er Schaden von dem Stein bekommt. Okay, wenn du gegen den Stein schlägst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du Schaden bekommst, aber... Nee. Berge von Nudeln essen. Nein. Nein. Nein, Entschuldigung. Du hast 4 auf einmal geschafft. Du kannst gerne wiederkommen. Okay. Kann ich diese Arbeit gleich 2-mal hintereinander machen? Das ist meine Hauptfrage gerade. Wir sind auch mitten in der Vorbereitung. Okay, wir können die Arbeit nicht 2-mal nacheinander machen. Hallo, du da. Obi, du bist etwas zu schwach. Komm wieder, wenn du stärker geworden bist. Ach, nichts. Ich bin fertig mit dir. Verschwinde. Bitte was? Herr Vorer, du hast 4 auf einmal geplättet. Du bist wirklich gut. Komm, ein extra Bonus. Dankeschön. Wir nehmen mal das Kraut mit. Wir sind noch ein bisschen stärker. Wir werden uns das Gold wahrscheinlich verdienen. Und den Weg aufmachen. Mit ihm sprechen. 4 auf einmal, bla bla bla, extra Bonus, bla bla bla. Wir werden aber auch schauen, dass wir mit Zonk reden. Da Zonk uns mit Sicherheit den extra Weg gibt. Beeilen, 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 beeilen. Ich habe ein bisschen zu lange rumgestanden. Es tut mir leid. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Zonk uns hilft, über einen anderen Weg zu gehen. Sprechen. Ich habe nicht gesprochen. Ich habe mir Kraut eingesetzt. Ich habe mein Kraut eingesetzt, welches 30 Gold gekostet hat. Dies war nicht meine beste Entscheidung. In this moment he knew he fucked up. Ich muss hier erst nochmal rein. Beten. Es wird zu teuer auf Dauer. Ich meine, die Steine sterben auch schneller. Aber ich habe hier eigentlich nicht mal was davon, wenn ich die Sachen schneller schaffe. Weil ich schaffe ja auch im Moment beides in einem. Und schneller hilft es mir ja gar nichts. Sprechen, Zeug geben lassen. Ich muss noch mindestens einmal das Ganze machen. Zeug geben lassen. Ich kann nicht mehr bekommen. Oh, ich kann das nochmal machen. Ich kann das 2-mal täglich machen. Oh. Gut, wir setzen mal die Zeit zurück. Und mach mal das da einfach mehrmals täglich. Sind wir bei 4-mal? Ich glaube, wir sind bei 4-mal. Ja, ja. Oh, ich glaube, er sagt uns sogar, wie oft. Das muss ich gerade gleich mal nachschauen, ob er uns sagt, wie oft wir schon das Ganze gemacht haben. Oh. Nee, er sagt es uns nicht. Vielleicht sagt ihr uns auch beim letzten Mal nicht, kannst gerne wiederkommen. Das kann auch sein. Kann ich mir gut vorstellen, dass er das beim letzten Mal vielleicht nicht sagt. Wir werden es gleich herausfinden.
Also noch sagt er es. Kannst gerne wiederkommen. Okay, wir müssen die Zeit zurücksetzen. Sollten jetzt aber gleich... den Weg frei machen können. Okay, wir können hier nichts mehr tun. Haben aber auch gerade nicht das Gold, um... Ja. Um den Weg frei zu machen. Können wir jetzt auch bei dir... Was machst, sagst du eigentlich? Hallo? Hey, du da. Arbeit ist für die Katz, findest du nicht auch? Das ist die Chance für dich. Ich weiß einen guten Weg aus dem Tal heraus. Was sagst du? Willst du dich mir anschließen? Nein. Hm, wie auch immer. Dann arbeite ich eben blöd. Okay, wir wollen trotzdem erstmal hier oben die Monster töten. Erstmal unser Geld so verdienen. So, weiter. Alle vier schnell töten. Zu ihm gehen. Zack. Wir werden gleich 600 bezahlen müssen. Also wir müssen noch ein bisschen... Theoretisch wäre es schön, wenn wir es noch einmal schaffen würden, aber es wird ziemlich knapp, es noch einmal zu schaffen. Ja, sag ich ja. Jetzt können wir hingehen. Können beten und haben noch genügend, um die Zeit nochmal zurückzusetzen. Heißt, wir nehmen uns, um das Ding zu kaufen. Heißt, wir nehmen uns ein Kraut mit. Einfach mal, weil wir es können. Wir werden jetzt hier hingehen, mit ihm sprechen, damit er den Weg aufmacht. Gold geben. Hm, oh, du hast das Geld schon zusammen. Du bist schneller, als ich dachte. Ich werde mit der Wache vom Dorf im Norden sprechen. Geh jetzt. Heißt, wir können jetzt da durch. Die Wache oben lässt uns durch. Aber ich will trotzdem nochmal mit ihm sprechen. Ja. Sehr gut. Was? Hast du dein Ziel etwa schon erreicht? Tja, dann vergiss es. Ich hasse Leute, ihre Aufgaben so ernst nehmen. Ah, wir können das nicht mehr, weil wir es schon freigekauft haben. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal 700 zusammenbekommen, deswegen gehen wir lieber schnell hoch zum Haus. In der Hoffnung, schnell genug zu sein. Oh, wir brauchen noch Turnschuhe. Wir können uns hier noch die Turnschuhe kaufen. Oha. Wir werden das Ganze gleich nochmal machen müssen. Für den anderen Weg. Ich nehme an, es wird zwei Wege geben wieder. Hehehe, hohoho. Solange du Geld hast, kannst du sogar mit diesem Monster anstellen, was du willst. Ich schätze, du verstehst mich nicht. Nun gut. So oder so. Mit Geld sollte man immer vorsichtig umgehen. Ja, ja, das stimmt. Hey! Ich habe gehört, dass du die Welt gerettet hast. Nimm das hier. Also dann, kommen die wieder hierher zurück. Okay, wir nehmen Bodenbrecher. Wir haben die Schuhe nicht und eventuell fehlt uns der zweite Weg. Gut gemacht. Weißt du, vielleicht war der Bösewicht diesmal gar kein so schlechter Kerl. Wer weiß, unter anderen Umständen wären wir vielleicht gute Freunde geworden. Hey, schau mich nicht so an. Ich mache doch bloß Spaß. Hast du das etwa ernst genommen? Also komm schon. Wie dem auch sei, lass uns jetzt weiterziehen. Okay. Ich glaube, die Folge wird wieder lang, aber ich würde gerne Felsbrecher. Ja, ich kann das andere wahrscheinlich bekommen, wenn ich das andere 10-mal mache. Also wir werden das andere jetzt 10-mal machen müssen. Ja, machen wir einfach mal. Das Tal der Habenichts, wo Geld alles ist, wo alles ist. Der Katzi beendet seine Arbeit dort in rasendem Tempo und beweist seinen Stolz als fleißiger Arbeiter. Ein Held mit einem Teilzeitjob. Dieses Bild wird noch Generationen beschäftigen. Nächstes Mal bei Held 30 auf zum Feuerwerk. Hast du gut gemacht, aber gib doch beim nächsten Mal wieder alles. Gewusst wie, manchmal gelangst du unverhofft an Items, wenn du anderen hilfst. Geld ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Geld. Der Vulkan vor uns bricht nur alle paar Jahre mal aus. Hoffentlich nicht ausgerechnet, wenn wir dort sind. Okay, doch, er wird ausbrechen, wenn wir dort sind.
Ausrüstung nicht komplett, aber wir haben keinen extra Weg vergessen. Von daher können wir das so belassen und machen mit, was ist die andere Quest gewesen? Riesiger Bösewicht. Beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.